Von Pyramide und der Bratte ist auch dabei. Let's go. Ich bin euer Liga-Insider, gleich kommt Tobi, das ist auch ein Insider und damit möchte ich eigentlich gar nicht so viel Zeit verlieren. Lasst gerne Liebe da, schreibt einen coolen Kommentar und damit gehen wir rein in die Form Pyra mit den Form Brüdern. Tobi, was los? Wir kamen wie eine Armee und haben G-Rap geprägt, wurden immer noch wie Wintersportler schief angesehen. Aus dem Track Sturmmaske auf und damit, so auch, damit auch die Position schon gespoilert. Ich sage erstmal willkommen, Tobi. JPG-Boss Farid Bang, warum featurest du den? Das ist hammerkrank, dass du hier auch. Ey, JPG-Tracks, die kann ich auswendiger mitsingen als keine Ahnung was. Was geht? Was geht Liga Insider Community? Was geht Kessem? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Nice. Und heute ist mein Lieblingsvideo. Wer hätte es gedacht? Wir ranken Stürmer. Das bedeutet, ich bin happy und kann es nicht abwarten, Kessem. Geil, Mann. Es ist ja eigentlich deine Pyramide. Ich habe wieder ein bisschen Feedback dabei, mein Bester. Mhm. Wir haben erstmal Claude Van Damme, der holt dich nochmal ab vom letzten Mal. I love you, mega Whitney Houston Cover, great, top Tobi, go for Voice of Germany. Und damit können wir schon... Da fliegt das Herz raus, Kuss, Alter. Damit können wir schon sagen, Tobi, habe ich soeben angemeldet. This is the voice, ja, genau. Und dann, Germany. So sieht's aus, dann haben wir, es flog ein Pfeil in den Kommentaren mal besser. Mhm. Golf in the USA. Führe ich auf Elite und Stiller gar nicht dabei, ist legit einer der schlechtesten Tobi-Calls ever. Ja. Da flog der Golf-Pfeil. Bro, ich liebe es, geroastet zu werden. Ich weiß nicht warum. So Hate ist scheiße, aber ich liebe es, geroastet zu werden. Könnte ich mir all day reinziehen. Finde ich übergeil. Beste Grüße an den Mann. Geil. Perfekt. Für den sehen wir heute wieder. Dann haben wir haben aber auch Liebesfeedback bekommen, mein Lieber. Nice. Du kennst es, unsere Community ist auch lieb zu uns. Hugo Bocherens 5275. Sick name, Bro. Das läuft ja hier wie geschmiert Butter. Woche für Woche werden hier Banger abgefeuert. Vorm stärkstes Team, Tobi und Kiesse. Ja. Und, das sehen wir uns. Das ist schon nice, ne? Ich habe sogar den Kommentar, der hat sogar eine interne Präsentation geschafft. Also, Gruß an Hugo und vielleicht sehen wir den Namen nochmal heute. So, und dann habe ich noch Ed Kulmbach Sunshine, der kommentiert immer mega geil, deswegen auch da Liebe raus an den Habibo. So, ich habe genug gesehen, Kessem ist unsere Kickbase-Legende in der Content-Pyramide und damit ist es eigentlich das Zauberwort. Wir haben den Kickbase-Guide und die Kickbase-Legende heute hier, Tobi, in die Form-Pyramide. Nochmal ganz kurz, wie geht's dir? Bei mir ist alles super. Wie gesagt, wenn wir Stürmer ranken, dann kann es mir nicht besser gehen. Nice, nice. Also du bist auch schon mal ready. Und yes, ich hab Bock. Und damit starten wir rein, mein Bester, in die Pyramide. Right. Und wir reden über die aktuellen Sturmchefs der Bundesliga in der Formpyramide. Und die verfügen aktuell über die beste Form, über das größte Momentum. Wir haben Keyplayer, Schlüsselspieler des Teams, Elite, Keyplayer richtig gut, Weltklasse, die Gegner bekommen Angst. Und die Legende Magnet überall. Let's go. Und am Ende veredeln wir das noch mit unserem Mann Poraye, Tobi. Du kennst es. Mhm. Und die Besonderheit, auch hier, die Liste gab es schon mal, diese Pyramide. Ziemlich genau vor 4 Wochen. Ich gucke aufs Datum. 20.11. Die kam raus am 22. Oktober. Die Zeit fliegt, mein Lieber. Bald Weihnachten. Ne? Du deckst dich da schon mal ein mit deiner Kuscheldecke. Ich blende die einmal rüber, die, wie wir es letztes Mal gerankt hatten, vom Sturm. Mhm. Also wieder Service für alle, die zuschauen. Und wir arbeiten natürlich dann auch wieder mit den Pfeilen. Die 9 Pfeile von Krise, Niese, Krise. Ja, auf jeden Fall da auch. Gruß an den Bro, der hat sich auch gefreut, dass wir ihn drin hatten. Und ja, deswegen, die Pfeile sind wieder da, entsprechend der Abstufung. Und es gibt wieder die News-Sticker. Und damit würde ich dir den Schlüssel geben zur Pyramide. Alright, ich schwärme auf, Kessem. Ich kann direkt sagen, ich muss ehrlich sagen, ich finde dieses Mal im untersten Segment war es wirklich schwierig, Spieler zu finden. Mhm. Normalerweise habe ich immer das Gefühl, es ist eher schwieriger, dann aus Spielern auszuwählen, die es final reinschaffen. Ich muss sagen, es ist aktuell keine Stürmerzeit gewesen in den letzten 3 Wochen in der App. Ja. Oder in der Bundesliga, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, ich bin ehrlich gespannt, was du da heute mitgebracht hast. Ja.
Ich würde einfach mal beginnen mit einem Mann, der letztes Mal auch bei Keyplayer unterwegs war, nämlich Johnny Burkhardt von Mainz 05. Hat jetzt letztes Spiel wieder getroffen und sehr, sehr gutes Spiel gegen Borussia Dortmund gemacht. Davor die zwei Spiele ist er ja verletzt, so ein bisschen raus gewesen. Einmal früh ausgewechselt, einmal nach der Halbzeit ausgewechselt. Ich finde aber trotzdem, dass er immer noch einer der, ja, most impactful Stürmer in der Bundesliga ist. Hat ein geiles Spiel gegen den BVB gemacht. Und weil einfach, wie gesagt, dieses Mal sehr, sehr schwierig war, gute Spieler zu finden in der Masse, habe ich ihn trotzdem wieder mit reingepackt in den Keyplayer. Ist mir zu wenig. Output. Ja. Ich gehe aber mit deinem Call, dass das extrem schwierig war. Ich habe entsprechend auch den ein oder anderen Hot-Take mit dabei. Ich auch. Okay, ich auch. Nice. Aber ich würde ihn erstmal in die Klammern. Der kuschelt sich unten rein mit unserem Pillow Smoosh. Smoosh. So. Dann gehe ich. Wir haben ja hier heute die Sturmmaske auf und die ziehe ich über mein Face, über mein Bonnie-Face. Es ist gerade Büffelpause in Bochum, ist er nicht gestartet. Davor die drei Spiele, 2, 2 und 7 Schüsse gegen Eintracht Frankfurt. Das war richtig gut. Da auch ein Tor geschnürt, aber auch ein Elfer verbolzt. Erfolgreiche Dribblings. Letzte Saison war da die 8 prozentual gesehen. Der geht aktuell kaum in Dribblings, habe ich mir angeguckt, Tobi. Der macht gerade, deswegen muss er hier für mich auch eins runter. 2 von 6 erfolgreiche Dribblings, letzten 4 Spiele. Ich habe nur Büffelmüde, Büffelpause, Büffelschlüssel. Ja. Ja, sticht. Ich habe ihn auch nur bei Keyplayer. Ja, ist jetzt, glaube ich, 3-mal in Folge runtergerutscht. Wir hatten ihn zuerst in Weltklasse, dann runtergerutscht in Elite, jetzt runtergerutscht in Keyplayer. Hoffentlich rutscht er nicht komplett aus der Pyramide raus. Der Mann muss sich wieder fangen. Wir sind ja zwei große Victor Boniface-Fans. Ja. Ich gehe aber voll mit. Also ganz ehrlich, wenn es einfach noch ein paar andere Stürmer gegeben hätte, hätte ich den sogar hier komplett rausgeworfen. Aber einfach an Mangel der Alternativen hat das für mich dann auch nochmal knapp reingepackt. Ich finde aber auch nicht, dass Boniface irgendwie in einer geilen Form ist. Also der musste auf jeden Fall nochmal eine Schippe zulegen. Ist trotzdem am Ende bei mir dann auch der Keyplayer geworden. Aber ja, wirklich stark finde ich Victor Boniface Form auch nicht. Deswegen maximal auch Keyplayer. Ja, sticht. Nice, das ist unser erster Sticht. 50% Trefferquote habe ich. Ich hab 100%, du hast 0%. Komm. Okay, perfekt. Dann gucken wir mal weiter. Ja. Ich habe einen ebenfalls runtergerankt. Letztes Mal in Elite drin gewesen, aber liegt auch viel daran, dass mir die Mannschaft überhaupt nicht gefällt. Ich bin mit Amura gegangen, auch bei Keyplayer. Runtergerutscht von Elite zum Keyplayer. Hat zwar auch in den letzten 2 Spielen 2 Scorer gemacht, aber das waren auch, ja, also es waren Spiele, wo Wolfsburg teilweise irgendwie 160 Pässe gespielt hat. Allein das letzte Spiel gegen Heidenheim. Das ist wirklich kein Gegner, wo man mit den Beinen zittern muss. Haben die gerade mal 180 Pässe gespielt. Und Amura ist dann einfach der Mann, der trotzdem funktioniert, weil er eben dieser Konterstürmer ist. Und er macht es auch dementsprechend gut und macht auch einen guten Job. Aber ich finde jetzt auch nicht, dass er irgendwie überragend spielt. Und deswegen ist es bei mir am Ende auch nur der Keyplayer geworden bei Amura. Ja, ich finde Begründung valide. Ich habe ihn trotzdem eins höher. Elite habe ich. Wie gesagt, an Mangel der Alternativen ist das vollkommen valid. Ja, das heißt, auch der schafft es in die Klammern. Du bleibst bei 0% Trefferquote, mein Bester. Ist in Ordnung, nehme ich mit. Nehme ich mit. Musst du mit rein. So, dann gehen wir mal bei mir an die Hosentasche. Ich hole ihn einmal kurz raus hier. Da ist er. Und aus der Hosentasche habe ich Harris, der Filmmaker. Letzten 2 Kiele-Spiele, Shots auf Tor, 5 von 6 Schüsse aufs Tor, also ist schon ein ordentlicher Wert. Der ist ganz gut, 2 Kämpfe ist er drin, der kreiert auch für die anderen Mitspieler, finde ich ziemlich nice. Der nutzt hier gerade seine Chance, auch wenn vielleicht Kiel der Absteiger Nummer 1 bei vielen ist oder auch sein könnte, geht der gerade den Kieler Weg und ist für mich so gerade wirklich das Licht, was brennt unten da an der Pyramide. Deswegen habe ich Phil, Chill, unten am Hill mit dem Schlüssel. Jesus. Sorry, auch ein bisschen schwach auch, aber ich muss ein paar Rotte muss ich auch drin haben. Hot Take, ich habe in Elite sogar drin. Alter! Ist für mich gerade, wenn wir einfach das Thema Momentum und Form angucken, einer der besten Stürmer. Ich finde den übertrieben gut. Die letzten 3 Spiele hat er komplett für sich genutzt. DFB-Pokal war so ein bisschen meh. Aber gegen Stuttgart Aluminium-Assist, dann gegen Heidenheim hätte er einen Hattrick machen können. Mhm. Im letzten Spiel trifft er dann sogar. Ich finde, Phil Harris macht aktuell alles richtig und spielt sich da eine geile Form rein. Und dementsprechend für mich am Ende sogar Elite geworden, weil ich einfach auch die anderen Stürmer deutlich schlechter finde als Phil Harris aktuell.
Ja, ich habe ihn auch mal in Klammern. Du hast ihn natürlich auch in deinem Team. Du hast dich natürlich auch geärgert, weil du da Ramberg aufgestellt hast statt Harris. Weiß ich auch aus dem Video. Ja, du hast natürlich da. War ja nicht abzusehen, ne? Ja. Ich hatte zwar gecallt, so Hot Take Call mäßig, dass er ein Tor machen kann, aber ich meine, rechnen tust du damit ja nicht, deswegen war in Ordnung. War sehr gut. War ein sehr guter Buy von dir auf jeden Fall. Yes. Also, erstmal auf Klammern, da müssen wir uns dann nochmal einigen, weil wir haben jetzt gerade Amuron und Harris stehen gerade so zwischen Elite und. Sind auf jeden Fall wahrscheinlich eine Pyramide. Man muss dann gucken, ob Elite oder Keyplayer. Super. Yes. Weiter geht's. Ich bin dran, stimmt. Ich habe bei Harris, bei meinem Boy, dachte ich direkt, ich wäre dran gewesen. Ich habe, wie gesagt, ich fand's vogelwild. Also ich habe die ganzen unteren Spieler, die sind für mich alle, wenn du die nicht dabei hast, bin ich damit vollkommen fein. Ich habe Maxi Bayer noch mit dabei von Borussia Dortmund. Nee. Ein Spiel. Ja, der war in den anderen Spielen auch nicht schlecht. Schlecht war er definitiv nicht, aber Dortmund war halt kacke. Aber ich fand ihn nicht verkehrt. Spielt's ja gerade in Relation zu dem, wie er in die Saison eingestartet ist, in eine passable Form. Hat für mich für einen Keyplayer gereicht, aber ich bin mal sehr gespannt, wen du noch mitgebracht hast. Ich bin da wirklich vollkommen offen für alles. Also Bayer muss leider den Knopf hier drücken. Okay, direkt raus, weg mit ihm. Find the Pro-Knopf, Buzzer. Ach nee, Buzzer, wenn noch eine Chance hat, ne? Ja, dann gibt's noch Buzzer dabei, für raus. Ja, okay, wir buzzern ihn raus, weiter geht's. Ja, okay, gut. Ich bin gespannt, wenn du noch mitgebracht hast. Du hast safe noch ein paar große Namen dabei, die ich halt wirklich katastrophal schlecht aktuell sehe und hab dann lieber so ein paar Hot-Takes mit dabei. Willst du einen großen Namen oder eher einen? Ich hab keinen, also wenn du noch einen großen Namen hast, dann habe ich ihn entweder nicht dabei oder höher. Ich habe zwei große Namen noch mit dabei. Okay, hau raus, ja. Ich sag mal, Duzpoin vor Croatia. Das ist Karamaric, ist der Opa. Ich habe einfach nur Opa geschrieben. 3 Schüsse aufs Tor, letzten 4 Spiele. Der nimmt wenig Zweikämpfe. Ich finde so, der hat irgendwie, gefühlt hat er seinen Spielstil angepasst irgendwie auf sein Alter. Ich glaube, der will sich einfach nicht mehr verletzen. Dann Torschussvorlagen gegen Augsburg, die retten ihn. Sowie seine Performance gegen Bochum, wo er auch schlecht war, aber auch ein Tor gemacht. Und ich habe aber ein Advanced Stat mitgebracht, Tobi. 379 offensive Ballaktionen. Und damit die meisten der Stürmer. Ist der beste Wert da. Aber insgesamt ist es auch sehr wenig. Deswegen, ich habe ihn trotzdem mal mitgebracht, weil er ist für mich ein Big Player mit einem Big Profile. Und er ist der Opa aus der Rentnergang unten. Pyramide, Schlüssel. Ich finde, die Argumentation sagt alles über die Pyramide heute aus. Du sagst selber während deiner Argumentation, dass der eigentlich nicht gut ist, aber er ist trotzdem mit dabei. Ja. Wir können ihn von mir aus reinpacken. Ich finde ihn auf jeden Fall auch besser als Bayer. Ich habe ihn nicht mit dabei. Also ich persönlich hätte sogar lieber Bayer mitgenommen, obwohl er nur ein einziges Google-Spiel hatte. Aber bei den anderen konnte er wenig dafür. Kramaric kriegt halt alle Chancen, aber Hoffenheim spielt auch mit Kramaric einfach keinen geilen Ball. Er selber auch überhaupt nicht überzeugend in den letzten Spielen. Aber wie gesagt, das wird heute schwer. Also gerade in dem unteren Bereich ist es wirklich schwer, gute Spieler rauszufiltern. Deswegen können wir gerne Kramaric statt Bayer reinpacken, von mir aus. Nice. Hätte man den auch nochmal dabei. Zweiter Sticht, Boniface und Kramaric. Yes. Nice. Ich habe noch einen einzigen mit dabei bei Keyplayer und das ist Philipp Tietz von Augsburg. Ja. Finde auch in Relation zu dem, was Augsburg da in den letzten Wochen spielt, ist er der absolute Lichtblick. Mhm. Gefällt mir im Interplay immer super, also ein super technisch versierter Spieler. Ja. Ich finde, kein Spieler legt Bälle so geil ab wie Philipp Tietz in der Bundesliga. Der hat immer ein gutes Gefühl im Fuß und gefällt mir da in einem wirklich schwachen Augsburg dann doch recht gut und deswegen habe ich ihn wenigstens hier den Keyplayer mal gegönnt, den guten Tietz. Ich finde Argumentation valide. Ja. Ich habe ihn aber gar nicht drin, ich habe ihn in Klammern entsprechend und finde aber gut, was du sagst, auch mit den Ablagen, Interplay, gefällt mir. Ich habe noch. Hab ihn auch mal notiert in Klammern, ja. Nice, ich habe noch 2, du bist jetzt durch, ne? Ja, ich bin durch bei Keyplayer, ja. Dann mache ich vielleicht da werden wir uns jetzt gleich streiten, deswegen mache ich den erstmal nicht. Oh, und dann mache ich Thiago Tomás. Ist mein Flyer. Ich sehe, was er tut. 3 Tore, letzten 5 Spiele. Dribblings auf Quote, das sieht alles sehr solide aus. Deswegen habe ich Tomás Mandarin. Nee, Mann. Nee. Das ist mein Bayer-Moment, Alter. Nee. Ey, den sehe ich hier gar nicht. Mann, der ist echt nicht schlecht. Bro, die letzten 3 Spiele, der hat in den ersten 2 Spielen gar nichts gemacht. Letztes Spiel wurde eingewechselt. Die Aktion war richtig geil vor seinem Tor, muss man ehrlich sagen. Diese eine Körperfinte und schiebt den dann auch geil ein. Aber abgesehen davon ist der so geghostet in den letzten 3 Spielen. Na. Auch in Klammern. Müssen wir gucken. Tomás
Ich will erst deinen letzten hören. Das ist die vierte Klammer. Viel mehr geht auch eigentlich nicht, sonst muss die ganze Pyramide wegschieben. Ja. So, da habe ich Openda. Schüsse aufs Tor, knapp 2 pro Spiel. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Kommt wieder in die Shots. Ja. Aber gegen Gladbach, letztes Spiel, hatte keinen einzigen. Deswegen bin ich ein bisschen sauer mit ihm. Kreierte Großchance letzten 4 Wochen. Eine? Insgesamt Tor und Großchance. Ja, insgesamt, aber Tor und Großchance ist ja trotzdem immer noch die 4 overall. Aber wir bewerten halt die Form. Und deswegen geht es für mich da einen runter. Keyplayer mit Openda, Elite, Verblender. Junge, kein Wunder, dass du immer zu spät kommst, wenn du hier noch halbe Gedichte schreibst, Alter. Das ist ja krank. Ich habe ihn in Elite drin, aber ganz ehrlich, also das war auch derjenige, den ich als allerletzten da eingetragen habe, weil ich dachte, okay, irgendeinen muss ich noch hochschieben. Elite. Finde ich auch alles andere als überzeugend. Ich weiß halt nicht, du wirst einen Elite drin haben, den noch gar nicht genannt wurde heute. Genau. Oder den ich nicht drin habe komplett. Ja, da bin ich jetzt gerade ein bisschen überlegen, wen du da noch mitgebracht hast. Ich hab halt Amura. Aber ja, ein komplett anderer. Ja, aber genau, also wir haben jetzt ja quasi, du hattest Amura, ich hatte Harris. Mhm. Und dann habe ich Openda ja in Elite und dann noch zwei andere. Das heißt, einer fehlt noch. Das heißt, einer wirst du mitbringen, den ich gar nicht in der Pyramide drin habe. Trickery Play. Ich weiß auch wer. Okay. ja, egal. Also, wir müssen leider auch Openda in Klammern packen, weil ich weiß nicht, wo wir ihn einordnen am Ende. Bro, ich muss die Spielerfäße so klein ziehen, ne? Mit der Lupe. Mit der Lupe gehen die ans YouTube-Video. Wen haben die denn da noch gesagt? Okay, ich wäre Openda, wäre ich sogar für Stich gewesen, einfach nur um Editing-Skill von mir zu schonen. Kannst du gerne machen. Ich nehme den gerne Elite mit rein. Ich so weiß, ist nicht, dass du das machst. Nee, wir machen das nicht. So, fünfter in Klammern. Okay, dann müssen wir weitergehen, ne? Oh. Ja. Ich dachte, wollen wir die zwei Obvious Calls zuerst machen? Gerne die zwei Obvious Calls. Ich dachte, heute sind wir ein bisschen Einigkeit, aber es ist eigentlich wieder Kuddelmuddel. Aber das liegt. Ich glaube, oben haben wir alles gleich. Ja. Oben haben wir alles gleich, aber unteres Segment ist Katastrophe. Mhm. Ja. Okay, aber das macht das Video auch schön, sonst wäre es auch langweilig. Das stimmt. Ja. Also, ich fange mal an. Obvious Call, Marvin Ducksch. Stich. Reicht einfach nicht für Weltklasse, ist zu gut für Keyplayer. Macht immer noch einen guten Job, ist ein bisschen abgeflacht im Vergleich von vor 2-3 Wochen. Also das Momentum in Anführungszeichen geht jetzt gerade so ein bisschen runter, ist aber trotzdem noch super in Form und wichtig für Bremen. Deswegen Elite gehört auf jeden Fall mit rein. Hab schon einen Stich gehört. Yes, Sir. Ich habe ganz viel aufgeschrieben zu ihm. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Kreierte Großchance ist ja die 7 letzten 4 Stück geliefert. Also ein Top-Wert. Einmal pro Spiel, Stark. Genau. Ist ein guter Marker. Das auch nochmal hier gern merken. Also letzten 4 Spiele, also wie beim Darts auch, ne? Wenn du den quasi ins Triple-20-Segment so oben reinwirfst, dann kannst du die anderen schön reinlenken lassen in die Triple-20. Dann habe ich noch die Shots angeguckt. 12 Schüsse, letzten 4 Spieler, ist auch absoluter Chefwert. Stark. Und die Dribblings sehen auch sehr gut aus. Und ich habe mir da auch nochmal die Heatmap angeguckt, Tobi. Hat ganz viel da, auch Boxpräsenz, dann hat er natürlich seinen linken Drive ins linke Halbfeld, aber auch viel nach rechts, also da auch wirklich der mobile Quarterback, wie man ihn kennt, und der hat natürlich auch die Standards mit drin und 5 Scorer in den letzten 4 Spiele, also Ducksch finde ich auch super valide, also ist sogar noch, er ist sogar fast noch so auf der, du hast gesagt, genau, Formkurve geht ein bisschen down, aber er ist immer noch so von der insgesamten Form, letzten 4 Spiele, ist er für mich eigentlich noch so oberes auf Segment, jeden Fall, ja, safe. Ja. Gibt nur einfach 4, die noch besser sind, deswegen. Ja. Aber er ist in der Elite-Kategorie auf jeden Fall mit der Beste, ja. 100 pro. Ich mit. Nice. Right, wer ist der andere Obvious Call? Der andere ist wahrscheinlich Hugo Ekitike. Sticht. Jawohl. Sehr gut. Musste sein. Da habe ich aber auch gar nicht so viel notiert. Letzten 2 Spiele, 3 Tore. Ist für mich so ein Stark. So ein Vibe-Pick mit hochprozentigen Dribblings. Wichtig bei dem ist die Fitness. Der ist ja gerade angeschlagen mit einer Kniestauchung. Gestern Teile des Teamtrainings absolviert. Und ich hoffe, die französische Young Gang bleibt fit. Er ist Advanced Stat hier auch. Dribblings rote Zone ist ja die 8. Aber man muss auch sagen, er ist im Shadow. Er ist ein Shadow Striker im Schatten von Mamouche. Deswegen Ekitike auf Elite. True. Macht da trotzdem einen geilen Job, 100%. Deswegen habe ich auch bei Elite mit drin. Nice. Ist einfach genau wie Ducksch, beide super, aber beide zu schwach, um irgendwie bei Weltklasse da irgendwas zu challengen. Das kann man ja direkt vorwegnehmen. Perfekt.
Geil. Ja, ich bin durch. Also, ich habe sonst nichts mehr bei Elite. Ich hatte noch Harris und Openda. Die haben wir jetzt beide in Klammern. Das heißt, du kannst jetzt noch droppen, wen du übrig hast. Und dann müssen wir sortieren. Nice. Ich weiß nämlich dann auch, wen, genau, wen du gar nicht hast. Und das ist für mich Alassane Plea. Na. Neu drin. Straight Elite. Zusammenspiel gefällt mir mit Tim Kleindienst. Top Notch. Zwei Kämpfe. Der wiegt nur 82 Kilo, habe ich mir nochmal reingezogen. Aber er hat ein sehr gutes Timing da in den Zweikämpfen. Also, das verifiziere ich ihm hier. Und zwei Scorer, letzten vier Spiele. Deswegen habe ich hier mal den Player auf jeden Fall hier auch auf Elite-Basis. Und den hast du gar nicht drin. Das heißt, wir müssen. Gar nicht mit drin. Du bist. Ich finde, Player spielt keine gute Saison und ist auch nicht in einer guten Form. Ich bin gar kein Blasso-Player-Fan mehr. Ich mochte den früher übel, aber ich finde, der spielt keine geile Saison. Bro, ich weiß auch nicht, was Theoane da konstant sieht. Letzten vier Spiele. Du bist doch hier meine Gladbach-Eule. Würdest du auch den Tor-Sound hören? Ja, aber er hat trotzdem nicht gut gespielt. I don't know. Ich find Player ehrlich nicht gut. Er hat wirklich nicht gut. Er hat mehr Scorer in der letzten Zeit geliefert als ein Kramaric. Den haben wir schon eingeloggt. Hab ich auch nicht mit drin. Ja, gut. Tietz, wie viel Tore hat Tietz in den letzten vier Spiele gemacht? Ich glaube, eins auch. Ja, siehst du, Player, zwei Scorer. Ja, wir müssen uns jetzt einigen. Das ist. Ich habe Player auch noch notiert. Also, wir haben jetzt Dux, Ikitike, Boniface und Kramaric haben wir gelockt. Und jetzt muss sortiert werden. Genau. Wir fangen mit Elite an. Wen schieben wir am ehesten nach oben? Also, Player ist für mich auf jeden Fall nicht Elite. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Okay. Amura also, gehe ich mit. Openda. Amura können wir gerne machen, weil der ist so ein bisschen der Lichtblick bei Wolfsburg. Amura? Das passt auch zu diesem Game-Changer-Term, dass wir halt sagen, er ist wirklich der Einzige, der da noch irgendwie einen Unterschied macht beim Wolfsburg. Ja. Also Amura können wir gerne eins hochziehen. Nice. Ich habe hier auch 10 Schüsse, letzten vier Spiele und Dribblings sehen da sehr gut aus. Also gut, Amura sticht auf Elite. Geil, habe ich ja 3 von 4. Und dann hätte ich aber gerne noch entweder Openda oder Harris bei Elite. Also ich finde die Clear besser als den Rest. Harris ist mir, das mir zu roh. Das sind zwei gute Spiele. Das ist, also ja, ich sehe, was du meinst. Drei. Saugutes Spiel gegen Heidenheim. Letztes Spiel Tor gemacht und auch gegen Stuttgart. Kommt rein, Aluminium ist es. Was willst du mehr? Muss verifizieren, mein Bester. Bro, was? Gegen Stuttgart? Ja. Aluminium Assist? Yes. Ja, wo soll ich den denn jetzt finden? Der Aluminium Assist. Den findest du nicht, aber es war so. Der hat gegen die Latte geköpft und Gigovic hat den Nachschuss weggemacht. Gegen Stuttgart. Den finde ich hier auf meinem Ohr. Mit dir. Oh, ich weiß wirklich. Also, keine Ahnung, wen würdest du sonst hochpacken? Ja, guck mal, Player sehe ich Openda überhaupt sticht, nicht. Openda können wir machen, aber Openda ist halt wirklich eigentlich auch nicht gut. Openda ist natürlich der viel bessere Spieler, aber rein nach Form ist Harris besser. Mann. Du entscheidest. Ich hatte beide auf Elite. Du hast die freie Wahl. Du kannst dir einen von beiden aussuchen. Harris muss mir das noch 2 Spiele bestätigen. Das ist mir alles noch zu early. Du hast early nur Angst vor den Kommentaren. Ich check's. Harris sticht auf Elite. Openda ist Key Player, habe ich gehört. Let's go. So lasset die Kommentare brennen. I'm all here for it. Let's go. Harris, Junge. Der Kieler Bang. Storch fliegt Richtung Elite rein als neuer Let's Storch. Go. Okay, top. Und dann haben wir, wen haben wir jetzt auf Key Player? Können wir es nochmal? Boniface? Also, Openda, Boniface und Kramaric sind die 3 gelockten. Das heißt, 2 haben wir noch übrig. Wir haben zur Auswahl Player, Thiago Tomás, Tietz und Johnny Burkhardt. Da du Player in Elite hattest, wäre es absurd, wenn wir ihn gar nicht mit drin haben. Ja. Da muss er ja wenigstens ein Keyplayer rein. Ja, auch rein. Für die ganzen Stöger-Besitzer. Right? Ja. So, und dann haben wir Thiago Tomás, den ich überhaupt nicht sehe, Tietz oder Burkhardt als letzten bei Keyplayer. Bin ich mit beiden fein. Burkhardt sehe ich jetzt gutes Schedule, aber letzten Spiele, ja gut. Dortmund natürlich gut gespielt. Bombenspiel gemacht gegen Dortmund. Davor war er halt verletzt, ist halt schwer, für das einzuschätzen. So. Ja. Ich finde, Tietz ist so ein bisschen Amura Light. Also der ist der absolute Difference-Maker mit Claude Maurice vorne drin bei Augsburg. Ohne den wird da gar nichts gehen. Ja. Von mir aus können wir gerne Tietz nehmen, bin ich cool mit. Ja, weil es auch dein Spieler ist, ne? Ja, klar. Ja, dann komm. Nee, warte, wen hatte ich denn noch drin? Thiago Tomás, den sehe ich aber gar nicht. Tomás siehst du nicht? Tomás, da drücke ich den Bayer-Knopf. Okay. Der kommt hier nicht rein, passt, auf gar keinen passt Fall. Passt für mich. Dann nehmen wir. Du darfst entscheiden, Tietz oder? Ja. Okay, dann nehmen wir Tietz. Tietz ist. Tietz sticht, okay, stark. Nice, mein Lieber. Boah, kribbelig, ja, ne? Ja, also,
Das ist, glaube ich, ehrlich die formschwächste Pyramide, die wir jemals hochgeladen haben. Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Also ich finde, das gibt aktuell nicht wirklich viel her, die Bundesliga, was Stürmer angeht, muss man fairerweise sagen. Mal gucken. Vielleicht zünden wir wieder an, wie Jamal. Wir haben Jamal kritisiert und hat er gefühlt 3 Spiele in Folge einen Hattrick gemacht. Also mal gucken, ob die Stürmer jetzt hier auch anfangen, Tore zu machen. Und ey, ich will ja auch einen Boniface höher ranken. Aber ich kann, safe, ich doch kann den doch nicht im Pausenmodus, kann ich den doch nicht da auf dem Schulhof, kann ich den doch nicht einfach auf Elite packen. Na. Der muss im Unterricht erstmal wieder abliefern. Das stimmt, das stimmt. Gehen wir rüber zur Weltklasse. Nice. Obvious Call anfangen? Ja, 2 Obvious Calls sind dabei. Ja, Tim Kleinins wieder bei Weltklasse mit dabei. Top. Ja. Darf ich den nehmen? Letztes Mal schon, wurde hochgeschoben, geile Spiele gemacht, also wirklich überragende Spiele teilweise gemacht. Erst die 3 Assists, selbst im letzten Spiel gegen Leipzig, in Leipzig hätte der da noch 2 Scorer machen können, war da in der ersten Halbzeit gerade super stark. Ja. Und die Wochen davor müssen wir nicht drüber reden, wie krank Tim Kleindienst war. Also für mich definitiv auch Weltklasse, 100% verdient. Ja. 100%. Ich habe da auch, er ist auch immer noch der Dauerläufer, ne? Unsere Giraffe hier sprintet die 3 intensive Runs, die 2, also kein Stürmer läuft so viel. Ein Pressing-Monster, ja. Ja, absolut. Torschütze ist mittlerweile auch Platz 3, ne? Mit 6 Treffern. Also, damn. Der macht sich, der Junge. Ja, und ich liebe ihn so. Und es triggert mich jetzt schon, dass ich den zur Winterpause abgeben muss, Mann. Das macht mich jetzt schon wahnsinnig, Bro. Katastrophe. Oh, das tut so weh. Ich kenne dein Team unnormal. Ja auch. Ich mag dein Team auch. Ich mag auch, was du gestern gesagt hast über dein Team. Sehr schön. So, mein Lieber. Right. Guck ja deine Videos, ne? So, wir haben einen Spieler. Ein Obvious Call noch. Der trifft gerade oder scored jedes Spiel. Und das ist Serhou Guirassy. Da sticht. Mir auch top. Da habe ich mir auch gar nicht viel aufgeschrieben. Ich habe mir einfach nur Tore und Großchance. Nee. Das ist ja die 3. Und scored halt. Also, was sollen wir machen? Wenn einer scored, dann ist er hier oben mit dabei. Der macht seinen Job. Der macht seinen Job deutlich konstanter und besser als 80% der anderen Stürmer hier in der Liste. Ja. Und deswegen ist er definitiv Weltklasse-Niveau, weil er auch in einem Konstrukt, wie der BVB es gerade ist, mit vielen Problemen trotzdem raussticht und jedes Spiel seine Leistung abliefert. Absolutes Weltklasse-Niveau. Deswegen Serhou Guirassy, auch mein Man, ebenfalls wieder in Weltklasse mit drin, wie schon letztes Mal. Ja. Ich muss trotzdem sagen, Tobi, ich bin ehrlich, ich bin auch Guirassy-Besitzer in deiner Kickbase-Guide-Liga. Der Output, du musst ein bisschen mehr kommen. Ist, genau, es ist mir immer noch zu wenig. Für den Markt wäre das hart, ja. In Bochum hast du mal so ein starkes Game gehabt da, wo da auch mal ein paar Scorer mehr beisteuert, aber ist alles so. Wie ging, weißt du, letzte Saison ging mit Stuttgart, Bro, der hat die alles angezündet da. 2, 3 Lupfer gegen Stuttgart Mainz war aber auch gut, der BVB ist kacke aktuell. Das ist, der ist so, der leidet krank unter dieser Team-Performance. Unnormal. Und man kann wirklich nur hoffen, dass die Dortmunder jetzt ein bisschen wieder den Faden finden und er dann auch davon abfeuert. Ja. So nice. Sieht's aus. Dann haben wir die beiden und dann wird's jetzt ganz Trommelwirbel. Spannend. Ja, ich mach ihn schon. Ich mach's kurz und knapp, schmerzlos. Ich hab's genauso wie das letzte Mal. Marmoush ist meine Legende, Kane ist wieder in Weltklasse mit drin. Ich finde mal, was Marmoush einfach in letzter Zeit abfeuert, ist so freaky und das werden wir nie wieder in dem Ausmaß jemals wieder von einem Spieler sehen gefühlt. Also auch allein diese 3 Freistoßtore in Folge, come on, Mann, das machst du einfach nicht, wenn du in normaler Form bist. Da funktioniert alles, egal links, rechts, Kopf, Freistöße, Eckenassists. Du kannst eigentlich aktuell ihm jeden Ball geben und er macht irgendwas Verrücktes da draus. Und Harry Kane natürlich auch weiterhin in absolut mindestens Weltklasseform, definitiv eigentlich auch in Legendenform, aber Marmoush ist halt immer noch so krass, dass ich den nicht hier runterdroppen lassen kann. Und deswegen ist Marmoush wieder meine Legende und Kane wieder nur in Weltklasse drin. Sticht. Was geil, soll ich dir sagen? Feier ich komplett. Also auch dein Torjubel. Ja, was habe ich aufgeschrieben? Meisten Tore, meisten Assists, meisten Kontertore, meisten Freistoßtore, Tore und Großchancen ist ja die 2, Fernschüsse Top 10, Dribblingsrote Zone, bester Stürmer, overall die 4. Also, was willst du hier eigentlich noch machen? Also, es geht nicht besser. Was willst du machen? Alter, der zündet einfach diese ganze Bundesliga an und ist einfach eine Joy, wie du sagst, das zu enjoyen. Und wirklich, vielleicht bin ich sogar Frankfurt-Fan. Vielleicht schlummert in mir irgendwo ein Frankfurt-Fan und ich muss mir da irgendwas noch holen. Ich wäre gerne Marmoush-Besitzer. Das ist der liebe Galdim. Den grüße ich auch an der Stelle. Der macht einen Bombenjob auch in unserer Liga. Und stark. Steigt auf von Liga zu Liga gerade. Schreib auch mit dem gerade. Lieben Gruß auch. Und er ist das. Und Kane, habe ich einfach nur Tore und Großchance. Ist Kane trotzdem die 1, aber
Ne, da bin ich gespannt auf die Kommentare, wen ihr besser seht, und schreibt uns auch gerne mal, warum. Und damit ist das eine Quickie-Folge, mein Bester. Unter 30 Minuten. Wir haben heute richtig Gas gegeben, ja, ja Mann. Ja, Mann. Hast du dir mal aber schön, es gab auch wenig. Also es hat sich im Vergleich zu zum letzten Mal so wenig geändert im Power-Ranking hier an sich. Also es hat nur so ein bisschen so das untere Segment, viele Verletzungen bei den großen Spielern, die rausfliegen, Formschwäche bei den großen Spielern, und ja, dann dümpeln wir da unten so ein bisschen rum, und die Elite-Kategorie und so weiter bleibt immer noch gefühlt gleich. Also ja, hat sich nicht viel getan, das stimmt. Ja, der gute Guido, seine Speedo-Boxer, seine Speedo angezogen hier, einmal durchgespeedet, und Undaf ist rausgeflogen. Ja, da sehe ich, wie gesagt, den Output nicht. Burkhard, hast du noch gekämpft? Und ansonsten Jonas Wind, auch der ist rausgeflogen aus der Pyramide. Das ist generell, es sind keine Stürmerzeiten, obwohl jetzt die Jahreszeit gerade losgeht. Von daher bin ich eigentlich gespannt auf den nächsten Schneesturm, und schau mir das gerne an. Ich bin heiß, mein Bester, auf den nächsten Spieltag. Ich habe mega Bock wieder, gerade nach der LSP. Ne, da hat man so ein bisschen extra Electricity in sich, und ich hoffe, dass ein Stürmer dabei, der mindestens 3 Tore schießt am Wochenende und der sich das Video hier anguckt und sagt, Hey guys, Tobi, Gerse, put me in the Pyramide, higher, oder irgendwas, ne, deswegen. Ne? Boniface, hört sich gut wirklich an. Mein Mann, also ich hoffe, dass da jetzt, dass der wieder so ein bisschen Feuer fängt und dass da wieder die Rakete abgeht mit dem Büffel. Ja, ich auch, ich liebe Victor Boniface, Mann, ich brauch den, der soll mal Gas geben. Naja, Gerse, wir picken noch, was sind unsere Picks am Ende? Sehr gut. Du bist der Hausmeister von uns, ne? Der Janitor. Du bist ja der Hausmeister, so du guckst, aus, dass das läuft. Nice. Und dann picken wir noch, da muss ich mit My Man gehen, auch wenn wir ihn gerade schon angesprochen haben. Victor. Ja, ich komme nicht an ihm vorbei. Ich muss auch Boniface nehmen. Ich würde gerne was anderes nehmen, aber die anderen catchen mich so 0,0. Ich brauche Boniface in Keyplayer. Nice. Und dann mache ich in Catch Me If You Can Manier, nehme ich dann direkt Duxch. Ja, ich nehme meinen Big Boy Phil Harris. Come on, man. Let's fucking go. Stellst du ihn auf am Wochenende? Ja, wahrscheinlich. Wenn ich nicht was anderes dafür bekomme. Du bist in der Adamu-Krise, habe ich gesehen. Hast du ihn schon verkauft? Der ist weg. Der ist weg. Okay. Ja, der ist weg. He's gone. Nice. Ich bin ja in der Wavro-Krise. Kurzer Ausflug noch in die andere Richtung. Du hast alles richtig gemacht, Mann. Ja, das explodiert auch gerade, das Kommentarfenster zu Wavro. Ja, wegen Concussion Protocol und so weiter. Da müssen wir auch nochmal echt ein Video zu machen. Da gibt es viele Meinungen, da habe ich auch eine klare Meinung zu. Mal sehen, vielleicht kommt da noch was. Und auf Weltklasse gehen wir beide mit Lame Kane, oder? Ja, komm, da nehme ich, um was anderes zu nehmen, unseren Boy Tim Kleindienst. Das ist süß. Ich nehme trotzdem Harry. Muss eigentlich, ja. Nice. Geil, mein Lieber. Das war synchron. Dann weiß ich genau, wo ich die Tonspur drauf zippen kann. Perfekt. Nice, mein Lieber. Ansonsten, ja, wenn du noch irgendwas hast du noch irgendwie einen Gruß oder hast du irgendwas, auf was du dich ganz doll freust jetzt irgendwie die nächsten Tage? Nee, nichts Konkretes. Ich habe auch richtig Bock auf den Spieltag. Also, ja, LSP ist wirklich, da kriege ich immer Entzugserscheinungen vom Live-Match-Day. Das ist einfach das Geilste, wenn die Woche losgeht und von Tag zu Tag freust du dich schon immer mehr auf den neuen Spieltag, und so ein LSP-Wochenende ist einfach scheiße. Ja. Keiner Bock drauf, deswegen, ich freue mich einfach, Freitag geht's direkt los mit Bayern gegen Augsburg. Da wird Jamal direkt eine ordentliche MVP-Performance hinlegen und ich werde glücklich ins Wochenende starten, und dann kann das hier nur gut weitergehen. Geil, und ich sitze gerade mit Tobi auch am Pokertisch, und wir pokern gerade um ein neues Format. Also auch da dürft ihr gespannt bleiben, wenn vielleicht kommt da in den nächsten Wochen, Monaten noch was Neues. Who knows? Hell yeah. Nice. Und das war doch ein kleiner Teaser, und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. War mir wie immer eine Freude, das mit dir wieder zu ranken, mein Bester. Und ich bin gespannt auf die Kommentar-Section. Habt ihr vielleicht noch einen Spieler, den wir nicht haben? Habt ihr vielleicht einen Spieler höher? Habt ihr vielleicht einen drunter? Habt ihr eine andere Legende? Und damit würde ich sagen, liebe Grüße ins Saarland. Und mach's gut, mein Bester. Wir sehen uns bei The Voice. Bis dann. Whitney Houston out. Beim Umzug sagt man immer, viele Hände, schnelles Ende. Und das war's heute auch. Schnelles Ende und Mamouche auf Legende. Und damit, ja, schreibt uns gerne nochmal in die Kommentare, welchen Stürmer habt ihr vermisst? Wer muss eventuell nochmal eine Stufe höher? Und damit wünsche ich euch einen schicken Tag. Wir hatten gestern unter dem Radar auch eine feine Pyramide. Und damit bin ich raus. Wünsche euch einen schicken Mittwoch. G!
Tschüss.